Hallo, herzlich willkommen. Ja, ich weiß, ungewohnte Zeit, neue Rubrik hier auf dem Kanal Roli am Mittwoch. Um was geht's bei Roli am Mittwoch? Da machen wir eher ganz kleine Rezepte, Sachen, die schnell gehen oder so, die ich selber irgendwo entdeckt habe, wo ich mir dachte, ja, könnte vielleicht interessant für euch sein. Oder wir schauen uns einfach Sachen an, wo ich sage, halte ich für gut. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Dann schreibt mir die gerne in die Kommentare. Heute erste Ausgabe Roli am Mittwoch. Ich sag gleich dazu, das wird nicht jeden Mittwoch kommen, aber immer wieder mal. Wir machen heute so Crunchy Chicken Finger. Also ähnlich wie bei Kentucky Fried Chicken. So richtig schöne Hähnchenstückchen, die so richtig, richtig geil kross sind. Und dazu braucht man eben ein besonderes Paniermehl, ein Panko-Paniermehl. Das ist ein Klassiker eigentlich aus Korea. Südkoreanisches nehme ich da sehr gerne. Und ich habe da einige durchprobiert und bin jetzt bei meinen Favoriten gelandet. Und den verlinke ich euch auch mal unten. Falls einer Interesse hat, schnappt euch das. Da muss ich wirklich sagen, habe ich beste Ergebnisse erzielt. Ja, und damit genug der langen Worte. Ihr wisst, um was es geht. Legen wir los. Wir fangen an, schnappen uns mal. Ich habe hier zwei Hähnchenbrüste. Ihr könnt natürlich theoretisch auch schon Hähnchengeschnetzeltes nehmen. Allerdings sind dann die Stücke halt relativ klein. Deswegen nehme ich hier einfach eine Hähnchenbrust und die schnibbel ich mir in so richtig schöne, lange Streifen, wie ich es möchte. Dann nehme ich eine Schüssel und da gebe ich 2 Esslöffel Mehl rein. Dann einen knappen Esslöffel Salz tun wir da mal noch mit rein. Dann habe ich hier geräuchertes Paprikapulver. Das Geräucherte hat also eine leichte rauchige Note noch. Finde ich richtig, richtig cool. Eine kräftige Pfeffernote haue ich da noch mit rein und ein bisschen Oregano. Und das Ganze verrühren wir jetzt mal, denn das Ganze wird jetzt gleich paniert. Diese Hähnchenstücke. Ich habe übrigens nicht nur Hähnchen genommen, das ist jetzt zwar nur hier im Bild zu sehen. Ich habe auch noch schon marinierte Putenbrust genommen und habe mir die genauso zubereitet. So, dann ziehe ich die also einmal hier durchs Mehl durch, sodass das Mehl außen richtig schön dran haftet an unserem Hähnchen. Denn jetzt ziehen wir das Ganze durchs Ei in unserer Panierstraße. Das ist immer so ein geiler Begriff, Panierstraße. Und hier benutze ich dieses Panko-Paniermehl. Es ist besonders grob gemahlen. Und jetzt nehme ich die einzelnen Fleischstückchen, ziehe die einmal durchs Ei und dann ziehe ich die richtig schön durch dieses Paniermehl. Das Paniermehl verlinke ich euch unten mal. Das ist meiner Meinung nach hier das, was mir bisher am besten zugesagt hat und wo man richtig schöne, geile, crunchy Ergebnisse zum Schluss bekommt. Also, wir ziehen das also alles durch und dann schmeiße ich das hier einfach kurz in die Fritteuse. Ich habe es auch schon in der Heißluftfritteuse probiert. Klappt auch, wird nicht ganz so geil, aber auch sehr, sehr gut. Wichtig ist zu wissen, mit dem Paprika, den wir benutzt haben, wird euer Öl nachher so leicht rötlich. Das lässt euch dann nicht verhindern. Wir frittieren das Ganze einfach goldgelb und dann ist das Ganze auch schon fertig. Und wir haben ein richtig geiles Hähnchen. Ihr könnt dazu Sour Cream Dip oder sonst was reichen. Mit Pommes oder Kartoffelsalat servieren. Ganz wie ihr wollt. Schaut euch das an. Leute, richtig crunchy, wenn man da reinbeißt. Das ist Geschmack pur. Genauso, wie man es sich wünscht. So schaut es in der Nahaufnahme aus. Ich sage euch eins. Das lohnt sich, probiert es aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Roli.